Herzlich willkommen zu einer spontanen, mega spontanen Let's Show Aufnahme von Rust. Ich bin heute Morgen um 4 Uhr aufgewacht, schweißgebadet und dachte mir, Alter, du musst irgendwie ein kleines Let's Show Video drehen. Ja, aus einem bestimmten Grund. Ich spiele auf einen Server, der wohl irgendwie als Regel hat, dass Häuser nach 4 bis 6 Real-Life-Tagen verschwinden, also decayen, Stück für Stück, die Wände verschwinden, die Balken und dergleichen. Und da ich mir ein zweites Haus gebaut habe, was ich euch nachher noch zeigen werde, wollte ich dieses Gebäude, auf dem ich hier gerade stehe, was ich euch auch gleich zeigen werde, in diesem Video verewigen. Ja, dann nehme ich euch mal mit auf eine kleine Rundschau, ein kleines Let's Show. Ich hoffe, ich mache das einigermaßen gut. Okay, ich blende jetzt mal schnell wieder die GUI ein. Ich muss jetzt eben in die Konsole, ich werde das dann kurz rausschneiden. So. Tja, das ist die Welt von Rust und ich muss eins vorab sagen, in diesem Spiel, wenn man auf einen PvP-Server spielt oder auf einen PvE-Server, wo das PvP nicht ausgeschaltet wurde, sprich es gibt hier Friendly Fire, dann steht man meistens oder so gut wie immer mit einem Fuß im Grab und dementsprechend, wenn man nicht abgehärtet genug ist, wie ich es zum Beispiel bin, dann läuft man hier extremst. Also ich muss es wirklich unterstreichen, man lebt hier echt paranoid in dieser Welt. Weil wenn man einen PvE-Server spielt, auf dem, ja, wenn man einen PvE-Server spielt, wenn man auf einen PvE-Server spielt, der auch so gekennzeichnet ist, dann ja, lockt dieser Server dann meistens auch freundliche Leute an. Aber ein Bruchteil davon ist dann aber auch arschlochmäßig unterwegs und nimmt keine Rücksicht, dass da PvE oder so steht. Die nutzen das dann schamlos aus. Und ja, scheißegal, ob du gerade abbaust, also Ressourcen abbaust oder dein Haus aufbaust oder gerade die Gegend erkundest, nicht bewaffnet rumläufst, die ballern dich über den Haufen. Knallhart. Die fragen nicht. Wenn sie dich sehen, wirst du erschossen. Knallhart. Da kennen die nichts. Und mit diesen Schweinehunden hatte ich schon wirklich meine Erfahrung gemacht. Und deshalb, meine Paranoia ist begründet, würde ich mal sagen. Gut, jetzt habe ich das schon wieder sehr ausführlich dargestellt. So, jetzt wollte ich euch eigentlich erstmal dieses Haus zeigen und in dieses Video verewigen. Ich stehe hier gerade auf dem Dach vor meinem Haus. Also das war das erste Haus, was ich gebaut habe. Beziehungsweise, naja, eigentlich das erste Haus. Das allererste Haus, was ich bauen wollte, das war da hinten. Ihr seht den Berg da hinten. Und dort gibt es keine Ressourcen. Keine Steine, keine Tiere, nur Bäume. Und die Bäume waren auch ziemlich weit weg. Also musste ich jedes Mal so einen Berg runterlaufen, und um da überhaupt Holz zu kriegen, dachte ich mir, dort zu bauen ist vielleicht nicht so toll. Und ich denke, die Entscheidung war auch die beste. Dann habe ich mir, habe ich mir einen neuen Ort gesucht und habe halt dieses Fleckchen Grün hier auf diesen Berg hier gefunden. Wie man sieht, ziemlich hoch am Wasser gelegen, damit man den Ort auch immer wieder findet, weil es gibt hier keine Karten, keine Minimaps, gar nichts, kein Kompass. Es gibt ja, das Einzige ist hier die Sonne, nach der man sich richten kann, und der Mond. Und wie gesagt, das Wasser. Und das Wasser hat mir schon so auf den Arsch gerettet, ich hätte das Haus niemals wiedergefunden, wäre das Wasser nicht gewesen. Wäre das eine endlose Karte wie bei Minecraft, keine Chance. Hätte ich nicht wiedergefunden. So.
Wie gesagt, das ist so gesagt das erste Haus, was ich hier gebaut habe. Und so, dann will ich euch das mal ganz kurz vorstellen. Ich gehe jetzt erstmal dafür eine Etage tiefer. Dieses Haus sollte den Aspekt tragen. Eigentlich baue ich jedes Haus so. Also das zweite, das heißt jedes, aber das zweite, was ich auch gebaut habe, das hat auch diesen Aspekt, dass man halt irgendwie gewisse Stockwerke hat, von denen man aus immer taktisch agieren kann. Sprich, die Fenster sind so platziert, dass man nicht größtenteils nicht in den Rücken geschossen werden kann. dass einem nicht in den Rücken geschossen werden kann. Sprich, hier sind Wände, Türen. Und die Fenster zeigen zum Beispiel da auf die Wiese, weil da von oben kann einer kommen. Und da kann sich einer auf die Felsen platzieren und kann hier reingucken. Und da in dem Gebäude meistens ziemlich dunkel ist, sieht er einen nicht so gut, außer man hat eine helle Kleidung, dann können die hier reinballern. Also wie gesagt, dieses Gebäude ist taktisch angehaucht vom Aufbau her und auch mit ziemlich vielen Türen versehen, da man leider Gottes, ich weiß nicht, ob man das ändern kann, serverbedingt als Admin, aber man kann hier Türen sprengen, man kann Wände sprengen, ich weiß nicht, ob man sie kaputt schlagen kann mit der Axt, mit der hier zum Beispiel, oder mit der Spitzhacke. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Aber zumindest, soweit ich das mitbekommen habe, im Chat kann man die Sachen sprengen. Man braucht ziemlich viel davon, aber man kann Löcher in die Wände reißen. Zum Beispiel, wenn eine offline ist, dann kommst du am nächsten Morgen wieder und du hast ein Loch hier drinne und deine Sachen wurden geplündert. Deshalb deine wichtigen Sachen hinter 1000 Türen und Wänden verstecken. Am besten irgendwo in der Mitte des Hauses, an keiner Außenwand. So, das habe ich hier auch gemacht. Ich werde euch das hier kurz mal zeigen. Und zwar hinter dieser Tür habe ich mein Lager aufgeschlagen. Das sollte eigentlich so ein Wohnbereich werden. Hier wieder mit taktischen Platzierungen des Fensters. Da von der Seite kann uns keiner in die Flanke fallen, quasi. Auch wenn sich einer auf Felsen stellen sollte. Wir können von hier, bis da vom Felsen aus könnte uns einer in die Seite schießen. Aber das ist egal. So. So, das sollte halt dieser Wohnbereich werden. Und dann später kam ich auf die Idee, das Haus könnte so ein Panic Room haben. Gut, das war alles so der erste Entwurf und das war hier mein erster Panic Room. Dass, falls irgendjemand dieses Haus versuchen sollte zu stürmen, dass ich mich hier in diese Gegend zurückziehe. Dort habe ich ein paar Kisten, quasi ein kleines Lager aufgeschlagen. Und mit kleinen Lagerfeuer, damit ich hier Essen braten kann, dann hier zum Eisenschmelzen. Also ganz sporadisch hier eingerichtet, auch hier mit erhöhter Decke, damit man sich hier nicht so eingeengt fühlt. Und ja, ich fand das ganz sinnvoll. So, aber dann kam mir die Idee, das ist auch nicht so gut, weil das an der Außenwand liegt. Falls es einem gelingen sollte, die könnten draußen sich eine Plattform bauen und an dieser Plattform könnten sie sich Treppen installieren und dann sich auf diese Höhe aufbauen von außen und dann könnten sie eventuell auch die Wand sprengen. Wäre natürlich sehr schwierig mit Granaten, weil die halt kullern, aber mit C4 wäre das möglich und dann würden die hier auch reinkommen. Und dann dachte ich mir, komm, versetze das Ganze. Dann habe ich hier eine Tür installiert. Das war ein großer Raum. Dann habe ich eine Zwischenwand gezogen, von der ich hier gerade stehe. Dann habe ich hier eine Tür reingezogen. Hier habe ich eine Werkbank installiert. Zwei Schmelzöfen. Hier nochmal ein paar Kisten. Aber die sind auch nur sporadischer Natur. Also quasi da war gedacht, nicht die wichtigen Sachen zu lagern. So, und dann habe ich hier die Treppe gesetzt. Und hier ist der absolute. Hier ist das Ende. Hier, bevor hier einer reinkommt, da muss er halt entweder durch die Wand kommen, dann oder durch die, ja, Wände, weil dahinter ist ja auch nochmal ein Gang, oder durch die Tür. Wie gesagt, also der Aufwand ist groß, bevor sie diesen Raum knacken können. Naja, groß nicht, aber einigermaßen. Es würde schon reichen, wenn man diese Wand sprengt und dann wäre man schon an dieser Tür. Ich weiß nicht, wie das mit Granaten ist, habe ich noch nie ausprobiert, aber ich glaube, das wäre schwierig, hier Granaten zu platzieren, weil sie halt kullern können. Und
vielleicht fallen sie erstmal runter und man muss halt weglaufen und man hat halt nicht viel Platz, vielleicht kullert die Granate hier runter und man steht hier gerade und versucht die Tür umzusprengen und dann erwischt man sich selber. Ach, ich weiß es nicht, wie das läuft, habe ich noch nicht ausprobiert. Zumindest wäre das hier der finale Panic Room gewesen. Hier wäre eine Kiste mit ein paar Klamotten drinne. Und hier hätte ich dann auch die Schlafsäcke bzw. Betten platziert, um, falls ich sterben sollte, zu respawnen. So, und das war der Part dieses Hauses. Jetzt gehen wir ein Stück weiter runter. Machen alles brav zu. So, hier war nochmal, hier sollte auch so ein kleiner Wohnbereich werden, aber ich finde das Fenster hier nicht so toll. Also ganz ehrlich, wenn man hier steht und da hinten auf dem Fenster, hier kannst du locker weggesnipert werden. Also würde ich zumindest so machen. Also hier zu wohnen ist ja ungünstig. Zumindest seine Betten zu platzieren. So, dann gehen wir weiter. So, von da oben kamen wir. Jetzt gehe ich ins Erdgeschoss. So, ich habe hier quasi, ihr seht hier das Erdgeschoss. Und ich finde es ganz schön, wenn die Wohnungen oder beziehungsweise die Häuser irgendwie so etwas erhöhte Decke haben, so wie in dem Fall. Man fühlt sich da nicht so eingeengt und ich finde es ganz nett. Und ich setze diesen Trend halt bei meinen Gebäuden auch fort. Wie ihr dann beim zweiten Gebäude auch sehen werdet, was wir dann nachher besuchen werden. Naja, hier gibt es auch nicht großartig was zu erzählen. Ich habe hier halt mit der Grundetage angefangen. Hier habe ich die Bodenplatten gesetzt und ja, musste alles ziemlich schnell gehen, weil man halt ziemlich paranoid ist und man denkt, gleich kommt jemand und baut einen das Haus zu oder erschießt einen und klaut einen alles und alles, man muss hier alles man baut hier alles ziemlich unter Zeitdruck auf und man plant unter Zeitdruck und dann kommen auch des Öfteren Fehler auf beim Bau und dann ist man am Ende ziemlich unzufrieden mit dem Endresultat. Aber ich sag mal, bei dem Projekt hier bin ich ganz zufrieden gewesen. Beim zweiten Gebäude ist mir da das ein oder andere Fauxpas unterlaufen, aber nur gut, kann man drüber hinwegsehen. Was ich hier noch ganz wichtig finde, dass man immer mehrere Türen ins Haus einbaut. Falls es den anderen Gegenspielern, sage ich mal, irgendwie gelingt, einen zuzubauen, dann müssen sie immer jede Tür zubauen, weil dann kommt man nämlich auch gar nicht mehr ins Haus rein. Aber so, seht ihr, habe ich hier drei Türen. Und ja, also ich habe immer eine Möglichkeit, hier reinzukommen. Also sie müssten erst alle drei Türen zubauen. Meistens wird das auch mit solchen Elementen zugebaut, die man auch mit der Axt wegschlagen kann. Also wenn sie es schaffen, da irgendwie eine Wand zu platzieren, dann ist natürlich scheiße, dann ist die Tür verloren. Also dann musst du entweder sprengen oder dich wirklich hinsetzen und dann, ich habe keine Ahnung, versuchen mit der Axt die Wand wegzuschlagen. Aber ich habe keine Ahnung, ob das möglich ist. So, ja, jetzt habt ihr das Gröbste eigentlich gesehen. Jetzt gehen wir mal nach draußen. Jetzt zeige ich euch das Ganze mal von draußen. Ja, und wenn man jetzt, das muss ich auch noch mal kurz erwähnen, wenn man ein Haus aufbaut, dann hat man diese Grundböden hier. Wie heißen die? Ich muss mal kurz ins Crafting-Menü gucken. Nicht Sailing, genau, Wood Foundation. Das ist die Wood Foundation, ihr seht das hier. Genau, und wenn man eine Wood Foundation setzt, dann kann man die nächste Wood Foundations dann an die eine dran setzen. Aber irgendwann ist entweder die Differenz zwischen Boden und der Höhe von der Foundation so hoch, dass es dann nicht mehr dran setzbar ist. Und irgendwann ist halt die Fläche ausgereizt, wenn jetzt so eine krasse Senkung oder Steigung ist. Das ist dann irgendwann ausgereizt und man hat nur dann eine gewisse begrenzte Anzahl an Bodenplatten, die man setzen kann. Und das sollte man auch jedes Mal tun. Man sollte das komplett ausreizen, damit nicht irgendwelche Spieler ankommen. Und jetzt hier, du hast jetzt den Ausgang und dann setzen sie hier die Foundation.
Ja, das habe ich gesetzt. Aber sie wären dann in der Lage, an das Haus eine Foundation zu setzen, hier Pillars zu setzen an die Ecken. Und dann könnten sie hier so quasi Stufen bauen. Weiter hoch, immer weiter hoch, je nachdem, wie viele Pillar da sind. Und dann könnten sie aufs Dach drauf. Und das wird auch sehr häufig hier in diesem Spiel praktiziert. Sprich, es ist sehr wichtig, es ist verdammt wichtig, ein Dach zu haben. Und das Dach sollte auch abgeschlossen sein. Und falls man ein Fenster baut, es sollte ein Gitter sein, da kann man reinspringen. Also all dieser Kram ist möglich. Und naja, diese ganzen Arschlöcher, die hier rumlaufen und das halt praktizieren, ja, mit einem Ziel. Sie wollen deinen Kram, den du dir mit Mühe erarbeitet hast. Sprich Munition, Waffen, Sprengstoff, alles was so, Essen vor allem, Metall, Holz, das wird dann meist, ist ein begehrtes Gut in diesem Spiel. Und das wird dir dann alles hier abgenommen. So, von außen sieht das Ganze so aus, ein dicker Kasten, so ein Schuhkasten, Schuhkarton. Und das war halt die eine Tür. Das ist die andere Tür. Ich hoffe, dass hier jetzt keiner angeschissen kommt. Diesen Fleck hatten bisher nur ein einziger gefunden. Das war noch zu Anfang, als ich das aufgebaut habe. Da war noch alles offen. Aber seitdem, so wie es aussieht, war hier keiner mehr. Ich habe hier auch noch nie live jemanden langlaufen gesehen. So, ja, das ist mein Gebäude, mein erstes Gebäude. Und somit adieu, schönes Haus. Ich werde noch paar Mal herkommen und dann werde ich das Lager noch leer räumen und dann alles ins andere Haus tragen. Und dann werde ich hier nicht mehr herkommen und dann kann das halt fällt das dem Zahn der Zeit zum Opfer und wird dann irgendwann verschwinden und wird nur noch auf diesem Video sichtbar sein. So denn. Und jetzt habe ich überlegt, jetzt würde ich euch gerne auch mein zweites Haus zeigen. Nur das Problem ist, dieser Server, wie gesagt, ist super gefährlich. Ist zwar nicht so gefährlich wie PvP, aber hier laufen auch wirklich Assis rum. Deshalb weiß ich nicht genau, ob ich jetzt meine Waffe mitnehme. Weil ich will jetzt mich in kein PvP begeben. Am liebsten würde ich das Ganze sehr schmerzfrei überleben. Deshalb dachte ich mir, lasse ich die Munition hier. Das Sulfid, das ist Eisenerz, Steine, Holz und der Kram kann weg. Ich lasse alles hier. Weil es wäre echt zu schade, wenn das jetzt verloren geht, während ich euch das zeige. Kurz noch ein bisschen satt essen. So. Das kann weg. Ich würde mal sagen, die Axt nehme ich mit. So, die Klamotten packen wir in die andere Kiste. So. Na. Alles klar. So. Jetzt laufe ich quasi nackt durch die Gegend. Wie man es bestimmt schon in anderen Videos gesehen hat. Aber ich habe hier Censorship an. Also der Charakter hat eine Hose an. Und falls andere hier langlaufen sollten, nackig. Die haben auch Hosen an. Also gibt kein YouTube-Strike. Gut. Okay. Dann adieu, schönes Haus. In diesem Video zumindest. Gut. Dann wollen wir mal zu der anderen Butze laufen. Und dabei kann ich euch ein bisschen die Natur zeigen. Und falls wir Ressourcen finden, werde ich die auch noch ein bisschen einkassieren. Aber nur ganz sporadisch. Viel wird das nicht sein. So, und während wir jetzt zum anderen Haus laufen, könnt ihr euch hier ein bisschen die Gegend angucken. Und ich sag's jetzt schon mal, ich werde ziemlich angespannt jetzt hier durch die Gegend laufen. Also wird jetzt meine Erzählerei sich ein bisschen einschränken, weil ich habe hier echt Paranoia in der Außenwelt. Vor allem ohne Waffe. Da ist schon wieder jemand Neues hinzugezogen. Der war vorhin noch nicht da. So.
dieses Gebäude, das war gestern, vorgestern, gestern, das stand, glaube ich, noch komplett da. Das war ziemlich groß. Nee. Ah, der Berg stand im Weg. Okay. Also ich glaube, da lebt noch einer drinne, weil scheint jetzt nicht groß die Kate zu sein. Ich hoffe, da schießt jetzt auch keiner aus der Butze. Das wäre echt zum Kotzen. So. Eine Kiste. Leer. Ja, ich weiß nicht, ob ich das in den Let's Show zeigen soll, aber ihr kennt das bestimmt schon aus anderen Videos. Man hat hier zum Beispiel Werkzeuge, so wie die Axt hier. Und man kann zum Beispiel jetzt hier am Baum Holz schlagen. Das kann man dann später verwenden, um Häuser zu bauen oder diverse andere Utensilien zu craften, herzustellen. So. Ich habe das ja alles so platziert, dass das halt am Wasser liegt. Und dank des Wassers kann ich mich verdammt gut orientieren. Falls ich mich mal wirklich verlaufe, dann weiß ich nur einfach Richtung Wasser laufen. Und dann finde ich schon wieder nach Hause. Ich muss mich hier mal ein bisschen umgucken, weil als ich hier vorhin hergelaufen bin, um die Aufnahme von hier zu beginnen, da hat mich so ein Arschloch tatsächlich einfach attackiert. Ich bin nur an sein scheiß Haus vorbeigelaufen und habe ich gleich einen Schuss abbekommen. Und auch gleich mit Blutung versehen und pipapo. Und dann hatte ich zum Glück noch Verbandskasten und habe mich dann schnell geheilt und weggelaufen. Ich hatte da keinen Bock, mich mit dem anzulegen. Ich habe den nicht mal gesehen. Das war auch so eine Sache. So, hier haben wir zum Beispiel Mineralien, also Erze, Sulfite. Die sehen halt so aus. Das sind solche Brocken. Ich zeige euch das mal von außen nochmal. So sieht das aus. Ich kann auf die Dinger auch klettern, Ausschau halten, wo es nächste Ressource. Sieht man immer besser, weil wenn Gras an ist, dann ist ja alles ziemlich bedeckt. Ah, seht ihr, ich habe das Gras nicht angeschaltet. Scheiße. Ich hoffe, es ist jetzt nicht schlimm. Weil wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt rausgehe um den Befehl, ich weiß es nicht. Ich gehe mal kurz in die Konsole, ich versuche das mal einzugeben. Ja, der Befehl, ich habe ihn nicht vergessen. Wie ihr seht, so sieht das aus, wenn hier Gras ist. Und meistens sieht man dann gewisse Sachen nicht mehr. Wenn jetzt zum Beispiel der Holzstapel da hinten, wenn ich mich ein bisschen ducke, dann wenn das Gras aus wäre, würde ich den immer noch sehen. Aber so, man sieht hier sehr wenig, wenn das Gras an ist. Aber ich wollte euch das mal zeigen und habe das mal angeschaltet. Und jetzt lasse ich das Gras auch mal an bis zum Ende. Ja. So. Hier haben wir so einen Holzscheit. Holzstapel, Holzscheit. Ich weiß nicht, wie sich das schimpft. Die schmeißen natürlich verdammt viel Holz ab. Pro Schlag 10 Stück. Wenn man einen Schlag auf dem Baumarkt, kriegt man ein Stück Holz und hier 10. Also es ist schon ziemlich rentabel. Also wenn man die Dinger findet, immer mitnehmen. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. So, und da der andere Fels hier gerade liegt, sind auch Mineralien, also Eisenerz, Sulfid, Stein. So, und das ist die andere Ressource, so sieht das halt aus. So sieht die andere Art des Steins aus. Die kann man dann auch mal abkassieren. So. Und da war noch gerade ein Holzscheit. Ich sehe ihn jetzt gar nicht mehr. Jetzt ist er wahrscheinlich hinter dem Hügel verschwunden. Oder war das das Gebäude? Ich weiß es gerade nicht. Ich sehe nichts. Da ist ein Stein. Nee, ich dachte, ich hätte jetzt noch Holz gesehen. Doch, da. Am Felsen. Manchmal sind die Sachen echt teilweise echt unsichtbar. Siehst du hier gar nichts. So, zack, 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 abgebaut. Wird mir noch von Nutzen sein. Alter. Hier geht's ja ab. So, nochmal. Ihr fragt euch, warum ich Steine mit einer Axt abbaue, ne? Eigentlich gibt's ja
Habe ich auch am Anfang gezeigt, die Spitzhacke. Ich glaube, dass wenn man Felsen mit einer Spitzhacke abbaut, dass es da irgendwie abbautechnisch irgendwie einen prozentualen Bonus gibt. Der wird aber nicht angezeigt. Das ist nur so ein Gefühl von mir. Also wenn man jetzt Holz mit einer Spitzhacke abbaut, dann ist es, glaube ich, egal. Dann kommt dieselbe Menge raus, als wenn man sie mit der Axt abbaut. Aber wenn man jetzt Steine mit einer Axt abbaut, ich glaube, dann gibt es da gewisse Abzüge. Dann kriegt man nicht das raus, was man mit einer rausbekommen würde, wenn man es mit einer Spitzhacke abbaut. So. Deshalb Steine lieber dann mit einer Spitzhacke abbauen. Aber wie gesagt, ist nur halt ein Gefühl von mir. Kann mich natürlich auch irren. Hab da auch keine genauen Zahlen zu. So, wir nähern uns der Stelle, wo ich vorhin angegriffen wurde. Ich sehe es zwar noch nicht. Ich hoffe, der Schweinehund ist nicht da. Wir laufen aber zur Sicherheit richtig am Wasser lang. Aber ist mir echt zu gefährlich. So, ich nehme noch hier die ganzen Kram mit. Ja, sporadisch Ressourcen mitnehmen. Ich sehe schon. Ich kassiere schon wieder alles ab. Ja, man kann es nicht lassen. Aber es lohnt sich halt, die Sachen mal mitzunehmen, weil man braucht Munition, man braucht Holz, um sein Haus fertig zu bauen oder zu erweitern. Das ist super notwendig. Man sollte echt alles einkassieren, was geht, außer man gibt sich wirklich in Gefahr, dann sollte man lassen. Und gerade geht das hier ganz gut. Da vorne das Haus. Oben in der Mitte. Das ist ein Metallhaus und da saß einer drinne. Ich weiß nicht. Ich bin der Meinung, das war ein freundlicher, aber der hat sich irgendwie gefährdet gefühlt und der hat halt auch Paranoia und hat mich, glaube ich, einfach. Ich glaube, das war auch ein Warnschuss, was er abgegeben hat. Er wollte mich nicht wirklich töten. Weil ja auch, wie gesagt, ein paar Assis rumlaufen und man muss ja auf der Hut sein und die meisten Leute schießen erst. Und falls man dann im Chat schreibt, ey, du in dem Haus und in dem Haus oder an dem Ort, hör auf zu schießen. Dann hören die auch auf und helfen einen dann und entschuldigen sich auch. Die meisten Leute sind hier, wie gesagt, freundlich. Sind halt Ausnahmen. Ausnahme-Arschlöcher. So. Also nicht das Haus, da hinter dem Felsen. Ich will mir das aber jetzt nicht angucken. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich will eigentlich nur unbeschadet nach Hause kommen. So, das ist hier so meine kleine Geheimpassage. Kennt bestimmt jeder, aber hier laufen sehr wenige Spieler lang. Hier hab ich und hier ist man auch nicht so freiwillig auf offener Fläche. Hier kann man eigentlich ziemlich sicher langlaufen. So, jetzt würde ich etwas einigermaßen Verrücktes tun. Und zwar werde ich nicht direkt nach Hause gehen. Direkt an mein Haus ist so ein kleines Gebäude. Und ich bete, dass da keiner ist. Und gucke kurz mal hier rein. Ressourcen, ein bisschen Schwarzpulver, ein bisschen Papier. Ich habe keine Ahnung, wofür das Papier ist. Ich hoffe, dass da keiner ist. Da ist ein Zombie. Okay, bringt nichts. Mein zweites Haus, hallo. Hallo. Schnell rein. Paranoia. Ah. Ja, also die Stelle ist nicht ganz ungefährlich. Ich erinnere mich noch. Möchte das kurz mal einbringen. Jetzt halte mal die Schnauze vor der Tür. Jetzt sind es schon zwei. Halt die Fresse. Ist auch geil, du kannst immer durch die Lücken gucken. Manchmal. Alter! Seht ihr das? Kann durch die Lücken gucken. Ziemlich cool. Also man muss schon ein bisschen angstfrei an das Spiel rangehen. Ganz unempfindlich bin ich hier noch nicht geworden. Aber es geht. Ich weiß nicht, was ich kurz erzählen wollte. Ich
Jetzt bin ich schon wieder ein bisschen aufgeregt. Als ich so einigermaßen das erste Haus fertig gebaut hatte, habe ich halt in meinem Chat mitgelesen, dass die Leute sich da halt immer in die Städte begeben und da den fetten Loot sich da wegholen, halt irgendwelche Blaupausen für Waffen, für Modifikationen für Waffen, naja, also sich da cool Stuff wegholen und dadurch halt auch ziemliche Vorteile haben gegenüber anderen Spielern, die das nicht machen. So wie ich zum Beispiel. Dachte ich mir, wenn du jetzt da hinten bist, wo wir jetzt gerade hergekommen sind, und schnappst du dir die Ausrüstung, die du hast, also quasi meine Pistole, meinen Revolver, den ich noch damals zu der Zeit hatte. Und hatte ich noch Stoffkleidung. Ich hatte nicht mal Lederkleidung. Und Stoffkleidung, naja, die hält natürlich nicht viel aus. Dann läufst du her und mit etwas Glück läuft dir kein anderer Spieler über den Weg, der dir was zuleide tun will. Und dann mit etwas Glück findest du auch mal den ein oder anderen Gegenstand. Aber dachte mir, das ist doch scheiße, da mal hinzulaufen, stell mal vor, ich sterbe. Dann habe ich erst recht keine Chance, meine Leiche wiederzufinden. Als Beispiel schon alleine, wenn mich ein Zombie erschlägt. Dann habe ich keine Chance, rechtzeitig wieder hier zu sein, bis meine Sachen decayen, also sich in Luft auflösen. Oder ein anderer Spieler sie findet oder schlag mich tot. Und deshalb dachte ich mir, ich brauche ein Haus, ein zweites Haus, und zwar direkt an einer etwas interessanteren Stelle, würde ich sagen. Oh, habe ich das jetzt, ist mir das gerade erst jetzt aufgefallen oder war das schon die ganze Zeit? Zumindest rechts unten, über dem Health-Balken und dem Food-Balken, ist gerade cold. Das bedeutet, es wird, glaube ich, bald Nacht. Es fängt bald an zu dämmern an. Dämmern? Ist das auch, wenn es Nacht wird? Dämmert es dann auch? Oder zumindest, wenn langsam die Sonne untergeht. Und naja, jetzt friere ich und jetzt, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, wenn einem kalt ist, dann sinkt der Sättigungsbalken schneller. Also man wird schneller hungriger. Und man sollte sich dann halt dementsprechend Klamotten anziehen. Wie ihr seht, bin ich ja nackig und hab nichts an. So. So, und dann habe ich halt, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren wegen der Kälte hier. Und dann dachte ich mir, ich baue jetzt ein Haus auf, was etwas in einem heißeren Gebiet platziert ist. Damit ich auch einfach mal aus dem Haus laufen kann, um Ecke. Und dann mal hier ein bisschen die Gebäude looten, mal ein paar Zombies abschießen und sofort wieder ins Haus flüchten kann. Ja, und dann bin ich halt hergerannt mit dem Nötigsten an Bauutensilien und habe quasi, ich zeige euch das jetzt, habe ich dieses kleine Häuschen gebaut. Mit der Tür, ne? Dach, Boden, Wände und vier Pillar. Hab das hier super schnell errichtet. Und auch bei der Errichtung dieses Hauses ist eine Nacht passiert, damit mich die Spieler nicht sehen. Aber dafür sehe ich die Zombies dann auch wieder schlechter. Und ich baue hier gerade schnellstmöglich das Ding auf. Was ich noch dazu sagen muss, du musst natürlich noch die richtige Stelle finden, weil die Tür muss so platziert sein, dass sie nicht zugebaut werden kann. Weil wenn ich jetzt... Die Tür war hier in der Richtung. So, ich habe hier möglichst das Ding so aufgebaut, dass es irgendwie am Felsen grenzt. Man sieht hier, glaube ich, noch ein bisschen Stein. Und ich war zu dem Zeitpunkt, dachte ich, oh, das geht nicht. Ne? Hast du das Ding so nah am Felsen wie möglich dran gebaut? Und da kann dir keiner mehr so eine Foundation hier hinklatschen und dir die Tür einfach zubauen. Na gut, weit gefehlt. Habe ich dann später erst gemerkt, dass ich da auch Scheiße gebaut habe. Na, zumindest hatte ich diesen kleinen Kasten hier als Wohnung. Hab ein paar Kisten reingestellt, sporadisch. Hab mir da hatte ich noch den Revolver, genau. Und dann hab mich mit dem Nötigsten versorgt, falls ich sterbe.
dass ich halt nicht so viel Verluste habe. Und dann bin ich halt immer aus dem Gebäude raus. Immer gelauscht, ob hier was rumläuft. Und dann bin ich raus und habe halt immer die Gebäude gelootet, ab und zu mal einen Zombie erschossen. Und ja, so habe ich mir halt schöne Baupläne zusammengesucht. Hab da ziemlich Glück gehabt, was das angeht. Und ja, war ziemlich nice. Und was ich noch ganz kurz erzählen muss, als ich das erste Ding, als ich dieses Kästchen hier gebaut habe, diesen Container, Baucontainer quasi aus Holz. Boah, jetzt halt doch mal die Fresse da draußen. Aua, Alter. Nein, jetzt hat er mich erwischt. Fuck. Diese Scheißer können durch die Wände schlagen. Das ist so zum Kotzen. Das ist nicht nur zum Kotzen, das ist saugefährlich. Alter. Die können das wohl öfters. Ich dachte, das wäre eine Ausnahme gewesen gestern. Ja genau, gestern war das. Da war es so dunkel. Da kam ich hier vor diese Tür. Von draußen. Und ich wusste nicht mehr, welche Tür das war. Und das war halt... Ich zeig euch das mal. Ich kam hier runter. Und wenn man hier runterkommt... Dann hast du eine Tür, die führt nach draußen. Dahinter steht jetzt der Zombie. Und da ist mein Lager. Und wenn du nichts siehst, also der Bildschirm komplett dunkel ist, du siehst nur den Sternenhimmel, der durch die Balken schimmert, aber sonst erkennst du gar nichts. Du kannst nur, wenn du dich näherst, kannst du das Open-Ding sehen. Aber ich war mir jetzt nicht sicher, stehe ich jetzt vor der Tür oder der Tür? Also bin ich hier stehen geblieben, ein bisschen weiter nach vorne gegangen und dann hatte mich der Zombie erwischt, ne? Weil er halt durch die Wände glitscht und schlägt. Ne? Also glitscht, also er kann nicht durch die Wände durch, aber er kann durch die Wände schlagen, so wie es scheint. Das wusste ich halt zu dem Zeitpunkt nicht, ich habe mich mega erschreckt. Und die haben mich auch so mega erschreckt deswegen, weil, ich weiß nicht, was war denn das? Eine Stunde, zwei Stunden vorher ist mir was super Dummes passiert. Das will ich auch nochmal kurz erzählen. Ich hoffe, ich langweile euch nicht mit diesem ganzen Wortgeblubber hier. Aber ich will das mal loswerden. Ihr könnt das ja vorspulen, müsst euch aber nicht komplett angucken. Zumindest war folgender Fall. Diese Tür... die in das weiterführende Gebäude führt. Die in das Gebäude führt, was ich halt dann dran gebaut habe an diesen einen Kasten. Hier war der Türrahmen, der war nicht da. Die Tür war dementsprechend auch nicht da. So, also war hier alles offen. So. Ich schildere euch den Fall. So, das war mein erstes Lager. Dann habe ich später das Lager dazu gebaut. Die beiden Türen habe ich offen gelassen. Ich stand hier an dem Werk, an dem Bastelkasten, an der Workbench und habe da Sachen gecraftet. So, die Tür stand offen, der Türrahmen war weg, die Tür war nicht da und der Scheiß, das Lager stand hier auch offen. So, wie ich gerade sehe, brauche ich Licht. So, jetzt seht ihr ja gerade meinen Kisteninhalt. Den werde ich jetzt aber nicht alle, den würde ich jetzt nicht separat beschreiben, was da alles drin ist. So, ich nehme jetzt eine Waffe raus, weil es wird langsam dunkel. Ich will jetzt nicht eine Fackel nehmen. Ich glaube, ich habe nicht mal eine Fackel. Habe ich eine Fackel? Nee. So. Ich nehme noch hier einen Erste-Hilfe-Kasten mit, am besten gleich 5, falls mich wieder einer durch die Wand erwischt und ich anfange zu bluten. So, wie gesagt, die Türen standen offen. Ich stand hier drinnen. Boah, ich komme mir schon vor wie ein gewisser Let's Player mit G, der auch immer versucht, alles zu Ende erzählen, aber es nie schafft. Ständig lässt er sich irgendwie unterbrechen von Einflüssen, die im Spiel stattfinden. So, ich werde jetzt Licht anmachen. So, damit ihr überhaupt irgendwas seht. Ich stand hier an dem Werkzeugkasten und jetzt so. Eigentlich soll ich das Licht ausmachen, weil man sieht es von draußen. Man sieht es von draußen und das ist saugefährlich, was ich hier mache. So, ich laufe mal kurz hier hin. Also, ich zeige euch mal kurz. Das Dach hier, das war noch gar nicht vorhanden. Ne? Die Wände waren alles da. Die waren alle da. Ein paar Pillars haben noch gefehlt. Aber hier zum Beispiel das ganze Dach. Das war alles noch nicht da.
So, die Wände waren da. Die Treppen hatte ich schon gebaut. Ja. Das war alles schon da. Die Tür war noch nicht da. Dieser kleine Holzkasten, der war auch noch nicht da. So. Dann ist hier Folgendes passiert. Oh Gott, ich hoffe, mich sieht keiner. Ich mache lieber die Tür zu. So. Ich dachte. So, ich stelle mich mal kurz hier hin. Hier. Das Stück. Da unten kamen andere Spieler, die halt gerne einen überfallen. Die haben da unten so eine Wood Foundation gesetzt. Haben sich Pillars dran gesetzt und haben eine Leiter hochgebaut. Sind hier über das nicht gebaute Dach, also sind hier quasi über die Wand drüber gesprungen. Hier rein ins Gebäude, haben sich durch die Wohnung geschlichen. So, ich gehe wieder rein, um euch das mal visuell zu zeigen, was hier abgelaufen ist. Die sind hier durch das nicht vorhandene Dach, sind sie hier runtergesprungen, wahrscheinlich auf die Kisten auch noch, weil ich die so toll platziert habe. Sind hier lang, haben sich hier durchs Haus geschlichen. Tralalalalala. Haben geguckt. Ah, ne, ich laufe jetzt kurz mal. Sind hier lang geschlichen. Und dann haben sie gesehen, ohne Treppe. Aha, gehen wir mal runter. Gucken wir mal, gucken, gucken, ganz vorsichtig. Ne, der Türrahmen war nicht da, also auch keine Tür. So, und Lagerraum offen, Lagerraum offen. So, haben sie geguckt. Und dann haben sie mich entdeckt. Und ich weiß noch, dass ich die Schritte gehört habe. Ich habe es noch gehört. Ich dachte, das ist von draußen. Und dann höre ich nur noch Pumpgun. Ein Schuss, zwei Schuss, tot. So, ich dachte, der hat irgendwie durch die Wand geschossen, ne? Habe ich respawned. Natürlich mein Schlafsack lag hier. Ich bin natürlich gleich hier respawned. So, in derselben Sekunde, als ich respawned bin, gleich der nächste Schuss, tot. Dachte ich mir, ach du Scheiße, hat er jetzt durch die Wand geschossen? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass der Scheißer hier drin ist. Es waren auch zwei, habe ich dann später rausgefunden. Und ich dachte, ja, ist alles noch in Ordnung. Gut, jetzt hast du gut die Sachen verloren, die du jetzt bei dir hattest. Die werden jetzt sich in Luft auflösen, also decayen, bis du wieder bei dem Gebäude bist. Und ja, gut, dachte ich mir, okay, ist ein kleiner Verlust. Und dann bin ich irgendwo in der Butnik gespawnt. Und zwar habe ich dann, anfangs habe ich das nicht gemerkt, dass das die Stelle war, aber es war genau die Stelle, wo ich den ersten Schlafsack gesetzt habe, der dann später auch decayed ist, aber der wird auch als Respawn-Punkt benutzt. Das wusste ich nicht. Also, falls ihr sowas mal macht, baut keine Schlafsäcke irgendwo an das Ende der Welt. Ihr habt dann einen sehr weiten Weg vor euch. Aber naja, zum Glück habe ich dann gecheckt, dass das der Fall war. Und dann bin ich dann fix wieder hergelaufen. Und hier angekommen habe ich festgestellt, Scheiße. Ich habe in die Kisten geguckt und die waren teilweise alle leer geplündert. Also in dem Raum zumindest. Die anderen Sachen haben sie noch da gelassen. Zumindest nur die Munition. Die 725er oder wie die heißt, diese Sturmgewehr-Munition, die man für die AK benutzt, haben sie geklaut. Das waren über 200 Schuss. Pumpgun-Munition haben sie komischerweise da gelassen. Also Holz, Eisen haben sie mitgenommen, Futter haben sie mitgenommen, Blut haben sie mitgenommen. Aus Blut kann man starke Medikits bauen und mittlere. Sind auch sehr nützlich dann im Kampf. Und ziemlich viel Kram mitgehen lassen, der für mich jetzt wichtig war. Und auch 9 mm Munition, die ich mir schwer erarbeitet habe, weil man muss sich halt Erze abbauen, das Sulfid einschmelzen, zumindest das Sulfid von dem Stein aus dem Stein extrahieren und dann Schwarzpulver draus herstellen in Kombination mit Holzkohle, die beim Verbrennen von Holz entsteht, und dann hat man Schwarzpulver. Schwarzpulver kann man dann mit Metallfragmenten kombinieren und dann kann man daraus Munition herstellen. Und die Munition, jeder Schuss braucht drei Einheiten Schwarzpulver, sage ich mal, und eine Einheit Metallfragmente. Und das ist sehr viel. Das ist sehr viel für einen Schuss. Und ich hatte ungefähr 250 Schuss. Und ja, alles weg. Viele Stunden von Arbeit weg. Ja, und dann kam ich halt wieder und
Ne? Türen standen offen und habe ich gemerkt, scheiße, was ist hier los? Warum sind die Kisten leer? Ne? Dann habe ich gedacht irgendwie, wie zum Teufel sind die reingekommen? Wusste ich noch, dass, verdammt, dass hinter, nicht hinter dem, sondern hinter dieser Mauer, hinter dieser Wand ist noch ein hoher Felsen. Da dachte ich, da sind die auf den Felsen geklettert und einfach hier rüber gesprungen. Aber nein, habe ich dann später festgestellt, scheiße, die haben sich dann eine Leiter hochgebaut. So, ich zeige euch das mal kurz, was die hier noch gemacht haben. Ah, übrigens, ich habe hier so den ersten Stock gebaut, ne? Wieder taktischer Aspekt. Diesmal habe ich Kisten vor die Fenster gestellt. Ne? Du kannst dich quasi hier hinter die Kiste stellen und dann kannst du hier schon ganz entspannt schießen. Da wirst du schon mal nicht in den Körper getroffen. Das ist dann schon schwerer, wenn du hier noch ein bisschen zappelst. Ne? Dann ist es verdammt schwer, den Kopf zu treffen. Ne? Und du kannst dich auch schnell wegducken. Zumindest einigermaßen schnell. Und der andere Aspekt ist, naja, toll, ich kann das richtig ausmachen. Der andere Aspekt ist, wenn du diese Dreierkisten hast, es gibt auch kleine Kisten, aber die sind scheiße am Fenster. Wenn du diese Dreierkisten hast, dann kannst du hier einfach draufspringen und dann kannst du hier, falls da unten einer an der Wand steht, dann kannst du ihm eine verpassen. Ja? Er kann sich nicht so gut verstecken. Naja, ist alles ziemlich verwinkelt. Ich kann jetzt ziemlich überall hingucken. So, das war jetzt das. Und jetzt wollte ich euch das Erdgeschoss zeigen, was hier los war. Genau, da geht's nach draußen, hier geht's nach draußen. So, und hinter dieser Tür, diese Foundation haben die Scheißer gesetzt. Oh, Schnauze da. Da. Jetzt reicht's. Ich musste mal kurz den PC verlassen. Bin es auch wieder. So, muss mal kurz meine Kehle ölen. Ein Schlückchen Morgenkaffee. Es ist jetzt irgendwie, es ist 7.49 Uhr. Die wollte ich mit der Aufnahme schon um 4 Uhr morgens beginnen. Habe ich, glaube ich, schon erzählt am Anfang des Videos. Ach scheiße, ich bin vergesslich. So. Habe ich das jetzt gezeigt? Ach nee, ging ja nicht. Die Nachbarn, ne? Die lieben Nachbarn. Wo seid ihr? Da. Okay. Gucken, ob wir den treffen. Das ist ein normaler Zombie. 2 Schüsse. Ach, verdammt. 1, 2. Ich habe keine Munition, verdammte Scheiße. Tja, es könnte jetzt gefährlich sein, wenn ich jetzt öffne. Ich weiß nicht, wo der ist. Da ist er. Oh, alleine zu spielen ist ja schon, kriegt man schon teilweise echt Paranoia. Also wäre echt schön, wenn man jemanden hätte, mit dem man hier spielen könnte, dem man noch vertrauen kann. Hier kannst du echt niemand vertrauen. Zumindest keinen random Menschen. Tja, ist natürlich blöd jetzt. Okay, dann machen wir es vom Dach aus. Ich hoffe, da läuft keiner rum, der mich hier wegballert. Ich habe keinen Bock zu verrecken. Da ist er. Ja, du bist auch ein geiler Scheiße. Alter, was? Ich dachte schon. Ja, entscheid dich mal. Ah, verfluchte Scheiße. Langsam geht mir die Munition aus. Arschloch. So. Den Loot muss ich mir auf jeden Fall holen. Ich hoffe, da lungert keiner rum. Sonst kotz ich ab. Boah, ist ganz beschissen, was ich hier mache. So im Dunkeln. Okay, Antistrahlungstabletten. Wo war denn der andere Scheißer? Das war doch von dir, oder?
Müsste der Rucksack hier noch liegen. Verdammt nochmal. Oder war das hier? Nee. Scheint schon verpufft zu sein. Kacke. Schade. So. Was wollte ich jetzt hier erzählen? So. Diese Zombies, die machen mich echt verrückt. So, das war jetzt... Genau, das war jetzt das Stück von meinem Haus, wo sich die Assis hier hochgebaut haben. Ne? Und dann sind sie halt auf der anderen Seite rübergesprungen. Ich habe euch das ja gerade gezeigt. Da waren wir ja drinnen. Und dann haben sie sich halt hier hochgebaut. Da rein. Mich fertig gemacht. Ne, alles weggelootet, was sie brauchten. Und haben sich dann von innen nochmal eine Leiter gebaut. Ne, und wieder rausgehüpft. Ne? Ich kam dann ja wieder. Und hab das halt festgestellt, scheiße. Hier Leiter gebaut, da Leiter gebaut. Und ne, die haben sich da so einen ganz so einen Express-Eingang, so einen VIP-Eingang für mein Haus gebaut. Und ich kam zu Hause an. Und es hat nicht lange gedauert, da kamen sie wieder. Ne? Die haben wahrscheinlich die Sachen weggebracht und dachten, ja, komm, holen wir noch mehr. Der hat eh Schiss, der kommt nicht wieder. Oder bevor der wiederkommt, oder können wir dem alles nochmal, können wir die Kisten noch weiter leerräumen? Oder falls er wiederkommt, dann ballern wir ihn nochmal nieder. Und scheißegal, ne? Kamen sie natürlich ein paar Minuten später wieder. Da habe ich die Türen zugemacht, dachte ich mir, nicht mit mir, Freunde. Hab dann ausgeharrt in den Zimmerchen, ne? Die haben mir das Essen geklaut, da war ja fast nichts mehr da und ich bin dann halt in diesem Zimmer, saß ich fest und langsam verhungert. Dachte ich mir, scheiße, was machst du denn jetzt? Dann bin ich erstmal ausgelockt für eine Stunde und in der Hoffnung, dass die sich erstmal verpissen. Und habe ich dann gemacht, aber hat mir keine Ruhe gelassen, bin dann wieder eingeloggt, habe versucht über den Chat irgendwie Hilfe zu holen, aber die Leute, weiß nicht, hat keinen so wirklich interessiert irgendwie. Also, auf Hilfe darf man ja auch nicht hoffen. Außer, keine Ahnung, man bezahlt die Leute irgendwie mit Waffen oder dann kommen sie bestimmt auch her und helfen ein. Aber was hätte es gebracht? Die wären mein Haus, hätten die weggeballert und ach nee, dachte ich mir, komm, sitze das jetzt aus. Und dann in Nacht- und Nebel-Aktion habe ich dann ein Dach angefertigt, und hier die Wände, die Fenster habe ich angefertigt. Also quasi, ich habe das Haus erweitert. Ne? Hier war ja die Leiter und dann habe ich um die Leiter herum Wände gesetzt. Ne? Eine Tür zum Rausgehen. Und hier habe ich nochmal Fenster gesetzt. Hier habe ich Fenster gesetzt, damit ich von drinnen nochmal nach draußen gucken kann. Ne? Ja, und dann habe ich schon die Wände gesetzt, habe dann die Leiter hier weggeschlagen, Decken reingesetzt, dann oben aufs Dach gegangen, auch Dach gesetzt. Ja, dann diesen Eingang oben gebaut, dieses kleine mit der Tür, wo wir rausgegangen sind, um runter zu gucken, um den Zombie zu erschießen. Ja, und dann habe ich das dicht bekommen. Wie gesagt, die Treppen weggeschlagen, ging ziemlich schnell zum Glück. Ja, und dann habe ich das Scheißhaus endlich dicht gekriegt. Bin ich sehr froh drüber. Ich hatte schon Angst, dass ich das echt verliere, dass die mir das so zubauen, dass ich, dass die sich hier Türen einbauen und pipapo. Und dass ich deren Tür wieder zubauen müsste oder. Naja, ich habe das schon echt abgeschrieben, das Haus. War ziemlich deprimierend. Vor allem auch, dass die Sachen weg waren. Aber zum Glück konnte ich es ja retten. Und das Coole ist an dem Haus, ne? Ich habe mir einen Baum eingemauert quasi. Ne? Das sieht man hier unten. Das bedeutet, ich kann jederzeit, wenn der Baum also wieder neu bestückt ist mit Holz, kann ich herkommen, ne? Und kann in aller Ruhe, kann ich mir immer ein bisschen Holz wegholen. Muss nicht nach draußen gehen, muss mich nicht in Gefahr begeben. Und ja, ziemlich cool, finde ich. Und ja. So, hab euch mein Haus soweit gezeigt, ne? Ich kann ja noch mal kurz aufs Dach gehen und euch mal hier die Umgebung zeigen. Ich hoffe, dass draußen keiner von diesen Arschlöchern rumläuft, der mir an den Kragen will.
Also, wie ihr auch seht, ist schon eine kleine, recht nette Bastion, die ich mir hier errichtet habe, ne? Von der Seite ist einigermaßen schwer ranzukommen. Man muss da irgendwie über die Felsen dann da runter und man, also von der Seite kommt man leichter hin. Also von der Seite ist schon ein bisschen schwieriger. So, ich werde das natürlich noch erweitern, damit ich hier einen schönen Überblick habe. Später werde ich mir sowas wie eine Sniper organisieren und dann werde ich hier auch mal auf Angriffsmodus gehen und dann Gnade den Gott. Gnade ihn Gott. Dann werde ich jagen gehen. So. Kann man. Ich glaube, das Licht bringt hier gar nichts. Naja, bedingt. Diese verfluchten Schritte, ich weiß immer nicht. Zombie, okay. Ja, mein Nachbar, der hat da so einen schönen Turm. Ich soll das Licht ausmachen. Man sieht das auf echt hohe Distanz. Und ich sehe da hinten gar nichts, wenn ich das Licht anmache. Also ich bin echt eine Zielscheibe, wenn ich mit Licht rumlaufe. So. Ja gut, jetzt sind die Bäume. Jetzt kann man ja nicht so gut durchgucken. Naja, zumindest da in der Richtung, wo ich jetzt gerade hingucke, ist so eine kleine Fabrik. Ich glaube, das ist der Hangar. Ich kann das noch nicht alles so richtig zuordnen. Ich habe zwar eine Karte, aber ich habe mich damit noch nicht richtig auseinandergesetzt. Es müsste der Hangar sein und es ist ziemlich cool, wenn du direkt ein Haus da neben stehen hast. Brauchst du dann runterrennen, holst da die Sachen weg, falls welche da sind und ja, bist schon wieder um die ein oder andere Ressource reicher. So weit, so gut. Ja, gibt es hier noch irgendwas zu erzählen, zu zeigen? Ich könnte ja. Ich könnte. Aber es ist so dunkel gerade. Was ich noch ganz cool fand, also die Idee fand ich gar nicht so schlecht. Ich habe hier Folgendes gemacht. Ich bin ja jetzt im ersten Stock. Und dann habe ich hier, statt Wänden, habe ich Türen hier eingebaut. Sprich, du kannst hier rausspringen, ohne dich zu verletzen. Und hast verdammt guten Überblick. Im Gegensatz zu Fenster jetzt. Ne? Und kannst die Tür halt jederzeit schließen. Ne? Und es kommt auch nicht sofort jemand rein. Die können sich zwar von unten eine Rampe anbauen, aber bevor sie das schaffen, ne, dann sind sie auch erschossen worden. Also, das mit den Türen im ersten Stock ist gar nicht so verkehrt. Kann ich nur empfehlen. Dass ihr das auch mal, falls ihr das spielen solltet und euch so ein Haus in so einer Gegend anschafft, baut euch Türen im ersten Stock ein. Ist cool. Ist sehr nützlich. Ich könnte jetzt. Pass auf. Ich weiß, ich habe die Munition im Lager gelassen, ne? Halt die Fresse. Boah, kotzt mich an, jetzt Zombies, ey. Wo ich dieses kleine Kabuff hier zu Beginn aufgebaut habe und da hatte ich noch nicht so viel Zombie-Erfahrung gehabt, so wie jetzt. Dann saß ich hier und dann kam der Zombie an und schleicht hier ums Haus und dann diese Geräusche und dann und es ist nachts und also da rotiert der Köttel schon in der Hose, kannst du mir glauben. Also, lustig war das, lustig geht anders. Warte mal. Ich guck mal kurz die Kisten durch. Wir nehmen ein bisschen Metall. Das Holz legen wir weg. Also wir machen alles nochmal leer. Schwarzpulver raus. Haben wir noch irgendwo Schwarzpulver? Haben wir hier noch welches gelagert? Nee. War das Sulfid? Das können wir rausholen. Und also das gelbe, orangene, ist das Sul. Ach, Sulfur, Entschuldigung, nicht Sulfid. Sulfur und die Holzkohle oder beziehungsweise Kohle. Hier haben wir Schwarzpulver und noch ein bisschen Sulfur. So, dann zeige ich euch das auch mal ganz kurz, wie man hier craftet. Also mit Tab, Standardeinstellungen, ne? Dann geht das Inventar hier auf. Hier habt ihr eure Ausrüstungsfensterchen und dann ist das Crafting-Fenster. Meistens ist es zu, wenn man das Inventar öffnet, aber jetzt ist es zum Beispiel offen. Also geht man dann hier oben hin. So sieht das dann aus meistens. Und dann klickt man hier oben auf Crafting und dann geht das auf und dann hat man diese lange Liste. Dann hast du hier Survival, so die Standardsachen, so wie eine Steinaxt, ein Ofen. Eine Fackel, die man übrigens nicht an Wände anbringen kann, was ich sehr schade finde.
Dann Baumaterialien und diverse andere Sachen. So, wir wollen 9 mm Munition herstellen. So, um 9 mm Munition herzustellen, brauchen wir, wie gesagt, Schwarzpulver. Schwarzpulver, also Gunpowder. Gunpowder ist Schwarzpulver, oder? Auf Deutsch übersetzt. So, jetzt haben wir die Ressourcen im Inventar. Und dann können wir hier die Menge angeben. Das ist die Maximalmenge. Also 103 Einheiten Schwarzpulver können wir herstellen aus 210 Kohle und 206 Sulfur. So, craften 25 Sekunden beziehungsweise 26 Sekunden. Oh, mein Mund ist schon wieder so trocken, Moment. Dauert die Prozedur, um das Schwarzpulver herzustellen. So, haben wir gleich geschafft. Und übrigens, wenn man gewisse Sachen herstellt, also man kann alles, was hier in der Liste steht, bleibt auch so stehen. Es spielt keine Rolle, ob man an der Workbench steht oder nicht. Aber gewisse Sachen, um sie herstellen zu können, dafür muss man an der Workbench stehen. Das ist der einzigste Unterschied. Dafür braucht man die Workbench. So, also sprich, die Liste ist immer so, wie sie ist. Sie verändert sich nicht, wenn man nur von der Workbench sich entfernt oder dran steht. Spielt keine Rolle. So, aber jetzt für die Munition braucht man keine Workbench. Und auch für Schwarzpulver nicht. So, jetzt haben wir 9 mm Munition. Haben wir ausgewählt in der Liste. Und dafür brauchen wir Metallfragmente. Das sind die Teile hier. Die bekommt man, indem man Eisenerz abbaut, das ihr vorhin gesehen habt, und man schmelzt es im Ofen ein, der sich hier befindet. So, und dann erhält man diese Metallfragmente. So, diese Metallfragmente kombiniert mit Schwarzpulver ergeben dann 9 mm Munition und dann gehen wir hier wieder Maximalmenge ein. Leider haben wir nicht so viel Schwarzpulver, dass wir die ganzen Metallfragmente aufbrauchen können. Deshalb kriegen wir 96 Schuss aus dem ganzen Krempel hier raus. 96 Schuss, die verdammt, verdammt, verdammt schnell aufgebraucht sind. So. Ich sehe, ich sollte langsam was essen. Er hat Hunger. Ihm ist jetzt nicht kalt. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, weil er in einem abgeschlossenen Gebäude ist, sprich keine Fenster drin sind. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wenn ich jetzt rausgehe, wird ihm kalt? So, ich gehe kurz hier an das Fenster. Wird ihm kalt? Nein. Das bedeutet, ab einer gewissen Tagesuhrzeit, Stundenzeit, friert der Charakter nicht. Das ist gut. Also quasi abends, nachts und eventuell etwas morgens fröstelt der Gute. Wo ist denn jetzt das Futter hin? Habe ich das zu Hause gelassen? Ne, hier habe ich noch, glaube ich, noch was drin. Ja, sehr gut. Also ich werde kein Futter mitnehmen, ich werde nur schnell was essen. Da, 1200. 1700, also könnt ihr nochmal sehen, was das für Werte mit sich bringt, das Stück Fleisch. Also es ist jetzt gegrilltes Fleisch aus Tieren erbeutet. Dass man dann, also man erbeutet es roh, ist natürlich. Und man grillt es dann über ein Feuer. So, 500 Kalorien, das sind halt 500 Food-Punkte und 30, minus 30 Reds. Also wenn man verstrahlt ist, zieht es dann einem halt diese Radioaktivität ab. Und dann plus 10 Hitpoints, die man noch dadurch bekommt. Ist ziemlich cool. So, 1700, das reicht. So, Tür zu, man weiß ja nie. So, Kohle zu Kohle. Eisen, Eisen, Eisen zu Eisen. Hier war Eisen. So, Eisen zu Eisen. Schwarzpulver kommt hier auch rein. Munition, das ist natürlich viel zu viel. Split-Wachen war 24.
Munition bleibt zu Hause. Munition war. Wo habe ich denn die Munition gelagert? Hier, glaube ich. Oh, habe ich denn noch irgendwo Klamotten? Habe ich noch Klamotten? Kurz nachladen. Sehr gut. Dip, 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 dip. Strahlungsklamotten. Waffen. Kevlar. Die Kevlar könnten wir anziehen. Und den Rest machen wir aus Leder. Falls wir nämlich einen Schuss... So, bist du fertig? Ja. So, falls wir nämlich einen Schuss abbekommen, dann ist es von Vorteil, Rüstung zu tragen. Dann klatschen sie uns nicht sofort um. So, wo war jetzt die Treppe? Hier war die Treppe. So. Diese scheiß Zombies. Ich muss mich mal kurz um die Scheißer kümmern. Beziehungsweise gucken, wo die sind. Ich glaube, da steht da in der Ecke, oder? Hab ich da ein Fenster, ne? Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Da hinten ist einer. Hier ist keiner. Oh, schon wieder Panik hier. Wo ist der? Der hier? Ach, da ist der. Alles klar. Okay, den schnappen wir uns mal kurz. Ah. Ja, jetzt könnte man sehen, wie praktisch Türen sind. Und tschüss. Okay, eine Flare. So, Tür zu. Und jetzt beten wir, dass mir keiner, kein Arschloch über den Weg läuft. Okay, nehmen wir erstmal alles mit. Und ihr seht, wie schnell die rennen, Alter. Das ist echt übel. So. Das ist immer so die erste Anlaufstelle, die ich hier besuche. Ach, verdammt. So. Hier gibt es immer Items in dem kleinen Gebäude. Hier drinnen. Es spawnen immer unterschiedliche Kisten und je nach Farbe kann man erkennen, was ungefähr drin sein könnte. Rot ist meistens sind Medipacks. So, und dann nochmal zu dem Gebäude. Da drüben gehe ich nicht hin, weil es da verdammt strahlt. So einen kleinen Jutesack. Und hier Papier nochmal. Gut, jetzt die Ausbeute ist für den Arsch. Kann ich jetzt nicht viel mit anfangen. Hat keiner was in die Kiste getan? Ja, die Kiste hat jemand irgendeinen Spieler hingestellt, weil er wohl aufs Dach wollte. So, ich verpiss mich wieder. Ich bin ja echt zu paranoid für diese Geschichte. Ich muss mich ja erstmal wieder ein bisschen einspielen nach dieser gestrigen Aktion mit den Affen, die mich da im Haus weggeballert haben. Ah, hier ist es. Ah, schon wieder respawned. Normalerweise geht das nicht so schnell, aber manchmal hat man da Glück und dann zack, zack, ist da wieder was da. So, jetzt gehen wir nochmal kurz runter, gucken, ob da noch was ist. Nein, nix da, nix da, nix da. Schnell nach Hause, schnell nach Hause. Ich will nach Hause. Ich hab Angst. Tür zu. Affe tot. Oh, ja. Und so ungefähr sieht das Spiel aus. Mehr kann ich jetzt spontan gar nicht zu erzählen. Ja, mit diesem wundervollen Mehrblick verabschiede ich mich von euch und sage Dankeschön, dass ihr euch den Scheiß angeguckt habt. Falls sich überhaupt jemand den Scheiß bis zum Ende angeguckt hat. Also, Respekt. Das ist jetzt ungefähr eine Stunde und 10 Minuten nehme ich jetzt schon auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, vielen, vielen lieben Dank, wenn ihr euch das angeguckt habt. Ansonsten auch trotzdem danke, dass ihr reingeguckt habt, falls ihr das nicht bis zum Ende geschaut habt. Vielleicht ihr das Ende anguckt und das gerade hört. Also, vielen, vielen Dank. Freue mich immer sehr über Leuten, denen meine Arbeit
irgendwie auf eine gewisse Art und Weise zusagt. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.